Du möchtest die optimale Versorgung mit Protein für deinen Körper sicherstellen? Dann bleib dran und ich sage dir, worauf du achten solltest. Für die Proteinversorgung des Körpers ist es wichtig, dass die Aminosäuren in dem aufgenommenen Protein in einem günstigen Verhältnis zueinander vorkommen. Dieses Verhältnis wird mit der biologischen Wertigkeit beschrieben, welche angibt, wie hoch die Verwertbarkeit für den Körper tatsächlich ist. Dieser Wert liegt auf einer Skala von 0 bis 140. Hier gilt, je höher der Wert, desto höher die Verwertbarkeit. Verschiedene Lebensmittelgruppen haben verschiedene Wertigkeiten. In dem Protein des Hühnereis kommen die Aminosäuren in einem sehr günstigen Verhältnis vor. Deswegen liegt die biologische Wertigkeit bei 100. Dies ist bereits ein sehr guter Wert. In Milchprodukten liegt die biologische Wertigkeit meistens bei 90. Fisch und Fleisch liegt im guten 80er Bereich. Pflanzliche Eiweißquellen liegen meistens im 50 bis 70er Bereich, mit Ausnahme von zum Beispiel der Sojabohne, die auch einen guten 80er Wert erreicht. Durch die Kombination verschiedener Eiweißquellen können die biologischen Wertigkeiten erhöht werden. Zum Beispiel, wenn man Reisprotein mit dem Erbsenprotein verbindet oder gemeinsam aufnimmt, steigt die Wertigkeit aus dem guten 70er Bereich zusammen auf den 100er Wert. Dasselbe geht zum Beispiel mit Ei und Kartoffel. Hier erreicht man einen Superwert von 136, was nah an dem optimalen Wert dran ist. Es kann dazu kommen, dass das Immunsystem bei der Nahrungsaufnahme auf einige Proteine negativ reagiert, diese als Fremdkörper ansieht und Abwehrreaktionen einleitet. Durch diese Reaktion des Körpers auf das Protein führt es zu einer geringeren Aufnahme, Magenbeschwerden, einer geringeren Regeneration und einer verminderten Leistungsfähigkeit. Es ist häufig schwer zu sagen, welches Protein genau dein Körper zu diesen Reaktionen leitet. Denn Nahrungsmittelunverträglichkeiten treten häufig erst deutlich verzögert auf, anders als Allergien. Um herauszufinden, welche Proteinquellen dir nicht bekommen, kannst du einen Proteinunverträglichkeitstest machen. Dieser testet dich auf verschiedene Eiweißquellen und sagt dir, auf welche dein Körper gut oder weniger gut anspringt. Die empfohlene Menge Eiweiß, die du am Tag zu dir nehmen sollst, wird mit 0,8 Gramm pro Körperkilo berechnet. Das bedeutet, wenn du 75 Kilo wiegst, hast du einen Bedarf von etwa 60 Gramm Eiweiß am Tag. Sportliche Leistungen, wie zum Beispiel ein Marathon laufen und die finale Trainingsphase davor, sorgen dafür, dass du einen erhöhten Bedarf hast. Er liegt in diesem Fall ungefähr bei 1,2 bis 1,5 Gramm. Exzessiver Kraftsport treibt deinen Bedarf sogar auf 1,6 Gramm pro Körperkilo hoch. Ein übermäßiger Verzehr hat zwar keine direkten negativen Folgen, aber auch keine positiven. Der Körper kann überschüssige Aminosäuren allerdings nicht gut speichern. Deswegen verbrennt er sie in der Regel zur Energie. Bei dieser Verbrennung entstehen Abfallprodukte. Im ersten Schritt Ammoniak. Ammoniak ist ein ziemlich wirksames Zellgift und muss deswegen schnell aus dem Körper herausgefiltert werden. Dafür kommt es in die Leber, welche diesen Ammoniak aufnimmt und in Harnstoff umwandelt und wieder abgibt, welcher durchs Blut in die Niere gelangt und dort final ausgeschieden wird. Um dieser zusätzlichen Belastung von deinen Organen vorzubeugen, solltest du bei der Aufnahme von Eiweiß auf Qualität setzen anstelle von Quantität. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Wenn dem so ist, gib uns einen Daumen hoch, lass deine Kommentare in der Kommentarbox und vergiss nicht, uns zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal.